Hey Leute, willkommen bei Tutzfold. Ich habe ein halbwegs neues Video für euch auf einen Abonnentenwunsch hin. Und ich erkläre euch, wie ihr erstens alle Videos anschauen könnt. Also so nach dem Motto, ich habe ein amerikanisches Internet, ich kann alles anschauen, bockt mich nicht, ob gesperrt oder nicht. Das viel einfacher, als immer bei irgendeinem Proxy die URL reinzukopieren. Und dann zeige ich euch noch, wie ihr diese gesperrten Videos in Full HD, also falls die Videos in Full HD vorhanden sind, runterladen könnt. Klingt nach viel, ist aber eigentlich alles ganz schön einfach. Okay, und zwar fangen wir damit an. Ihr geht auf Hide My Ass. Die Seite kennt ihr vielleicht schon, es ist eine Proxy-Seite und hier könnt ihr eine URL einkopieren und dann auf ein Video gehen. Nichts Besonderes, nicht schwer. Problem ist, es ist sehr langsam teilweise, die Videos haben schlechte Qualität, der Player ist veraltet etc. Und viele Seiten funktionieren auf die Art auch nicht. Also zum Beispiel Hulu oder CBS etc. Wenn man da drauf geht, dann geht das einfach nicht so. Weil die erkennen dann, dass man durch einen Proxy auf die Seite geht und Pech gehabt. Kann man sich die Videos nicht anschauen. Falls ihr euch fragt, was Hulu ist, das ist halt so eine Seite aus Amerika. Da kann man sich halt aktuelle Serien etc. anschauen. Und zwar die Amerikaner, das ist, in Deutschland gibt es wie RTL Now, sowas in der Art ist Hulu in Amerika. Ist halt recht praktisch, da kann man sich halt alles anschauen. Aber leider ist es halt für alle Menschen außerhalb Amerika gesperrt. Außer man benutzt diesen Trick hier. Okay. Trick kann man es eigentlich nicht nennen, aber trotzdem. Jetzt geht ihr hier bei Hide My Ass mal auf IP-Port-Proxies. Es lädt und lädt. Ihr fragt euch auch vielleicht, warum ich jetzt hier zwei Browser nebeneinander habe. Das liegt daran, hier habe ich schon alles vorbereitet. Hier ist der Proxy drin. Hier nicht. Damit ihr mal so einen Vergleich habt. Jetzt seid ihr hier. Jetzt fragt ihr euch, okay, was jetzt? Erst einmal, wenn ihr wisst zum Beispiel, das Video kann man nur in Amerika anschauen, geht ihr auf Proxy Country. Nur macht bei All Countries den Haken weg. Und nimmt United States. Danach Update Results. Und da habt ihr Proxies. Jetzt könnt ihr hier schauen, die Anonymität. Je nach Seite braucht ihr eine höhere oder eine geringere Anonymität. Bei manchen ist es halt so, dann weiß die Seite, dass man einen Proxy benutzt. Bei anderen weiß sie es nicht. Je nachdem, wie anonym man ist, ist dann aber auch immer abhängig vom Speed. Kann sein, dass dann langsamer, schneller ist, etc. Hier seht ihr jetzt alles. Speed, Country, etc. Jetzt zeige ich euch das mal hier am Browser, in Firefox. Und zwar in Firefox, ganz einfach, geht ihr auf Firefox, Einstellungen, auf Erweitert und hier bei Erweitert geht ihr jetzt auf Einstellungen, also unter dem Tab Netzwerk. Hier, das muss ich leider rausblenden, aber hier habt ihr auf, geht ihr von kein Proxy oder von Proxy-Einstellungen vom System etc. auf manuelle Proxy-Konfiguration. Dort ist dann die Reihe HTTP-Proxy, Doppelpunkt. In dieses HTTP-Proxy wählt ihr euch hier irgendeinen Proxy ein und kopiert die IP-Adresse. Hier rechts steht dann der Port, da kopiert ihr dann den Port, der zur IP-Adresse hier gehört. Dann drückt ihr auf OK, drückt nochmal auf OK und das war's auch schon. Mehr nicht. Und je nachdem, ob ihr Glück habt oder nicht, kann sein, dass es nicht so gut funktioniert, versucht einfach mal ein paar aus. Hide My Ass ist auch nicht die einzige Seite, es gibt tausende Seiten, einfach mal durchgoogeln. Und ja, jetzt hier habe ich das ja schon alles eingestellt. Und jetzt schauen wir hier mal nach. Ich habe jetzt mal bei Hulu Search Desperate Housewives gesucht zum Beispiel. Und hier habe ich dasselbe getan. Jetzt wenn ich hier auf zum Beispiel letzte Folge gehe, da drauf, dann kommt hier die Folge. Und ich kann es mir anschauen. Also ich kann auf Play drücken und es funktioniert auch wirklich. Hier als Beweis. Ton habe ich jetzt mal aus bestimmten Gründen aus. Und es funktioniert. Und das gleiche machen wir jetzt mal hier im Internet Explorer. Hier benutze ich keinen Proxy. Ich gehe auf die Folge. Und keine Angst, da ist kein Trick dabei. Ich habe das jetzt nur schon mal hier vorgeladen, damit ihr nicht warten müsst und erstmal 2 Minuten lang Werbung schauen müsst. Auf jeden Fall, jetzt hier ist lädt. Jetzt denkt man vielleicht, okay, es klappt vielleicht doch. Wow, Spannung steigt und gleich kommt die tolle Werbung. Oh, es geht nicht. If you're inside the United States, bla bla bla, you're not in the United States, you're fucked. Geht nicht. Und hier geht es ohne Probleme. Und das war's auch schon. Jetzt kommen wir zum Part 2 vom Video, und zwar wie man Videos in HD anschaut, HD runterlädt von YouTube etc. Dafür empfehle ich euch eigentlich wie fast immer, ich benutze eigentlich immer nur Firefox oder Google Chrome, je nachdem. Und jetzt habe ich mal hier bei YouTube Kanye West feature Rihanna and Kid Cudi All of the Lights gesucht, nicht gegoogelt. Ihr seht natürlich, die Resultate sind anders, als wenn ich das mal hier bei YouTube mache.
Hier das YouTube ist natürlich wieder immer ein Proxy. Aber so wie ich es eben gezeigt habe, nicht durch irgend so einen Proxy, man die URL reinkopiert. Jetzt seht ihr hier, das ist von Vevo mit 63 Millionen Klicks. Das seht ihr hier nirgendwo. Und das ist halt eigentlich in Deutschland gesperrt. Das kann ich euch ja zeigen. Ich kopiere mal die Adresse. Moment. Linkadresse kopieren. Gehen wir da mal drauf. Mal sehen, was passiert. Dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar. Und jetzt, wenn ich das hier öffne, ich öffne es nochmal live. Hier habe ich schon mal geöffnet. Wenn man es jetzt öffnet, es lädt zwar ein bisschen länger, aber es funktioniert. There you go. Es lädt zwar. Ihr könnt hier dann auch tatsächlich die Einstellungen ändern. Ihr könnt die Qualität aussuchen etc. Es spielt ohne Probleme ab. Alle related Videos werden angezeigt und so weiter. Also ich finde das richtig toll. Und jetzt zum letzten Punkt. Wie lädt man jetzt diese Videos runter? Auch vor allem in einer guten Qualität. Und das ist eigentlich auch ziemlich einfach. Und zwar für Firefox gibt es ein Add-on, das heißt Download Helper. Ich stelle euch einfach mal einen Link irgendwo hin in die Description etc. Mal schauen, wo ich es reinstecke. Und da klickt ihr drauf. Und dann seht ihr das hier. Und jetzt wählt ihr da einfach irgendetwas aus. Zum Beispiel 1080p. 1080p. Geht auf dann geht ihr hier auf Herunterladen. Und das war's. Dann speichert ihr die 1080p-Version. Und ihr könnt es abspielen. Es ist super Qualität. Alles da. Ohne Probleme. So einfach kann es gehen. Jetzt noch eine Sache kurz nebenbei bemerkt. Es kann sein, dass es das Format VLV hat oder FLV, wie auch immer. Wenn das Format da ist, dann könnt ihr das normalerweise nicht mit irgendeinem Player, also mit Windows Media Player, VLC Media Player, was meiner Meinung nach einer der besten Player ist, abspielen. Außer ihr ladet die Codecs runter. Und ich empfehle euch da einfach, es gibt tausende Programme, Free VLF Converter oder Free FLV Converter, wie auch immer. Ladet euch die runter, dann könnt ihr das in AVI umwandeln. Und das war's auch. So könnt ihr, je nach Qualität, die ihr haben wollt, alle Videos runterladen. Und euch auch auf Seiten wie Hulu etc. rumtreiben und auch da die Videos anschauen. Ist eigentlich echt eine tolle Sache, weil wenn man sich betrachtet, in Deutschland ist man zum Beispiel erst hier bei dem Video und da hat man schon vier weitere Folgen. Falls man die Spannung nicht erträgt, kann man einfach weiterschauen, solange man ein bisschen Englisch beherrscht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen hoch etc. würde ich mich freuen. Ich weiß, ich sage zu oft etc. Aber naja. Das war's von Tutzvolt. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, irgendwelche Hilfe braucht etc., schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich werde schnellstmöglich darauf antworten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Peace.